Herzlich willkommen im Panther Gym zum Rückentraining. Und ich mache mir jetzt ein bisschen warm und nehme euch heute ein bisschen mit in die Bewegungen oder in die Übungsauswahl des heutigen Tages. Ja, zum Warm-up immer ein bisschen Lacrosse, ein bisschen Backroll, je nachdem, welche Stellen auch ein bisschen schmerzen. Und nein, ich bin nicht zu Hulk mutiert, aber fast. Das ist das Licht hier. So, erste Übung, meine absolute Lieblingsübung. Klimmzüge mit Gummiband. Und je nach Setup, je nach Gym, suche ich mir dann ein Plätzchen, dem ich mir was unterbaue, dass ich hochkomme mit meinen Zughilfen. Ich merke dann immer ziemlich schnell, je nachdem wie viel Power noch im Tanke ist oder je nachdem wie viel der Satz und Übung es ist, dass ich nicht mehr so viele schaffe. Und wenn ich dann nicht mehr so viele schaffe, verändere ich entweder die Griffvarianten oder hänge das Band dann noch enger ein, dass ich noch mehr Widerstand habe oder wechsle einfach die Übung. Ich muss ja ab und zu auch was erzählen. Wir haben uns jetzt entschieden noch... Ich darf noch was erzählen. Ich bin jetzt im Super Lat Pull Down Zirkular. Und an den zirkulär geführten Maschinen ist immer so geil, weil die ziehen einen förmlich schon nach außen auf, was ziemlich cool ist. Also wenn ihr keine Low Row oder High Row in eurem Gym habt, hier ist der perfekte Ersatz dafür. Ich philosophiere gerade über Essen. Und ich wollte gerade Daniel erzählen, dass ich mich auch einfach mal wieder auf sowas freue, wie, keine Ahnung, zum Beispiel beim Dönerladen gibt es auch immer so gegrillte Hähnchenspieße mit Reis. Sowas, einfach mal sowas Normales, normal frisch zubereitetes, wo nicht in der Active Fry oder in der Mikrowelle schon verkocht wurde. Obwohl mein Essen ja gut schmeckt, aber trotzdem so... Verstrahlt wurde. Nein, verstrahlt ist es nicht. Stimmt, mir hat neulich jemand gesagt, dass das in der Mikrowelle total schädlich ist. Und ich bin so ein Opfer, das so leicht beeinflussbar ist und sich dann wirklich darüber Gedanken macht. Bitte schreibt mir in die Kommentare, ob das stimmt, dass die Mikrowelle Schäden an Menschen hinterlässt. So, über Züge am Seil, weil ich Zöpfe habe, deswegen auch Überzüge am Seil, aber mich nerven die jetzt, deswegen mache ich da einen draus und mache noch meine Überzüge mit dem Seil und dann schauen wir mal, wie der Rücken ist, vom Gefühl, ob wir noch was brauchen, ansonsten haben wir schon fast eine Stunde. Was machst du da? Warum machst du mir, das ist, machen wir dann als Titel. Flechtet sich Jenny einen Zopf. Also ich kann das leider nicht so gut. Ich mache das Sieht immer mir. So. Ich wusste, dass du das sagst. Ich brauche jemanden, brauche eine private Flechterin, die mir immer diese Boxer Braids macht. Weil ich liebe die. Die sehen so cool aus, aber ich kann es einfach nicht. Ich habe keine Geduld dafür. Ich habe viel Geduld, aber das hier nicht. Seit wann? Ich habe schon viel Geduld. Schon. Wenn ich keinen Hunger habe, habe ich viel Geduld. So,
Also es waren jetzt 5 Übungen, 5-6 Sätze ungefähr. Und wir haben ungefähr eine Stunde. Vielleicht hänge ich jetzt gleich im Anschluss noch ein kleines bisschen Bauch und unteren Rücken dran, aber das ist wirklich für den unteren Rücken bei mir immer so zum hauptsächlichen Blut reinbringen, nicht jetzt auf starkes Gewicht. Und beim Bauchtraining ist es auch eher so, dass ich mich immer wirklich komplett auf die Mitte konzentriere, und wenn ich merke, okay, das reicht jetzt, dann höre ich auch auf und mache jetzt nicht irgendwie, ja, ich habe jetzt im Bauchprogramm 4 Übungen, 20 Sätze, sondern ich versuche intensiv Blut reinzukriegen, Spannung zu halten, und das war es dann auch schon. Ich habe eine kleine Kaufsucht entwickelt, die aber schon wieder abschwillt, und das ist der erste Teil davon, beziehungsweise ich habe, ich weiß gar nicht, ich glaube jetzt ungefähr 8 Werktage darauf gewartet, und es ist frisch eingeflogen aus der USA, und ich habe mich so darauf gefreut, und es war heute früh ein Brief vom Zoll im Postkasten, dass was gekommen ist. Und ich zeige euch, was es ist, weil es ist so geil, so geil. Ich zeige euch nicht alles, was ich bestellt habe, was jetzt noch kommt und gekommen ist die letzten Tage. Okay. Aber das muss ich euch zeigen. Ihr seht schon, Olympia. Und ich hatte Angst, dass wenn ich in Amerika erst dort eine kaufe, dass es dann vielleicht keine mehr gibt. Deswegen... Hey, sogar Sticker. Haben wir sie einfach nach Deutschland geholt. Eine Original Olympia. Boah, die ist voll geil. Olympia Bomberjacke. Und extra in L, weil ich möchte nicht ewig so ausgehungert sein. Und wenn man dann nochmal einen Pulli drüber hat, das passt wahrscheinlich in Daniel, dann ist es nicht so klein. Ich hätte sie wahrscheinlich auch in M vertragen können, aber wenn ich jetzt noch was Dickes drunter ziehe für den Winter, boah, die ist richtig geil von der Dicke her. Also wir sind jetzt in der Schweiz beim Simon, und wir sind bei der Eröffnung von seinem neuen Supplement-Shop, in dem es auch ZNT gibt, in der Schweiz. Also für alle unsere Kunden aus der Schweiz, die gerne weiter unsere Produkte haben und erwerben möchten, kriegt ihr die natürlich nicht über uns, weil wir natürlich nicht in die Schweiz verschicken dürfen, aber eben hier über den Harder Supplement-Shop. Und ja, sind wir ein bisschen vor Ort, schauen uns das Ganze an, ist echt was los. Richtig cooles Sortiment und Auswahl. Und Supplement-Shops sind halt einfach immer geil, vor allem wenn dann auch Klamotten da sind und Equipment und verschiedene Hersteller und Marken. Man kann alles anschauen und anfassen. Das ist schon nochmal anders, wie wenn man jetzt nur online bestellt. Guten Morgen. Und zwar haben wir schon wieder einen Tag später. Wir sind gestern dann noch direkt zurückgefahren. Ungefähr 4 Stunden hin, 4 Stunden zurück. Da war der ganze Tag zwar vorbei, aber es war trotzdem sehr schön, und ich habe gestern mit Daniel das erste Mal die Profi-Bodybuilderin Jay Fuchs kennengelernt und war echt richtig, richtig beeindruckt von dieser Frau. Ich war schon beeindruckt in Rumänien auf dem Livestream, weil ich erfahren habe, dass sie über 50 ist. Wie alt ist sie? Über 50. Also wirklich nicht nur 51, sondern sie ist wirklich, glaube ich, fast schon Mitte 50, und sieht überhaupt nicht so aus und hat den Sport mit 39 erst angefangen und ja, ist Profi, sieht brutal aus, kam jetzt frisch von ihrem letzten Profi-Wettkampf
Und ja, haben uns da unterhalten. Und sie ist eben in der Schweiz bei dem Harder Supplemente Shop im Sponsoring und nutzt eben auch ZNT, was uns ziemlich stolz macht, weil sie unsere Produkte gut findet und ja, wir da auch anderen Menschen was Gutes tun können. Und wir sind jetzt auf dem Weg ins Beintraining, dass wir ein bisschen auch Content mitfilmen für unseren ZNT-Kanal. Da könnt ihr auf jeden Fall mal drauf schauen. An der Stelle verlinken wir mal den Instagram-Account von ZNT Nutrition, weil da wird jetzt immer mehr auch Content kommen, Clips, Videos, Produktvideos, Bilder etc. von uns. Und ja, da möchten wir uns euch ein bisschen teilhaben lassen. Heute ist Sonntag. Nächste Woche um die Zeit sind wir schon in Las Vegas, entspannt im Apartment, weil wir Samstag schon losfliegen. Bis dahin, die Woche wird nochmal ordentlich trainiert. Es steht ein toller Tag an. Ich möchte es eigentlich gar nicht erzählen, weil sonst weiß ich nicht. Aber eigentlich will ich es erzählen. Ich habe am Dienstag Geburtstag. Ich liebe meinen Geburtstag. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. Das ist mein Geburtstag. Hallo, da bin ich auf die Welt gekommen. Das ist für mich persönlich ein ganz schöner Tag. Das ist einfach mein Tag. Der wird zwar nicht anders sein als sonst, aber es ist eigentlich so mit der wichtigste Tag für mich. Weihnachten finde ich auch schön. Aber da sind wir dann auch in Las Vegas. Wir bleiben nämlich wirklich bis nach Weihnachten dort. So, Update an der Stelle. Und die Videos vom heutigen Training seht ihr dann im Kanal von ZNT und vielleicht ein paar hübsche Schnappschüsse auf meinem Profil, weil ich muss nämlich sagen, noch dazu, Entschuldigung, dass ich wieder so viel babbel, ich habe mir angeschaut, wie ich aussehe in den Videos oft und ich kann auch anders ausschauen. Also das heißt, wenn ich ein bisschen Mascara im Gesicht habe und meine Haare ein bisschen gekämmt, dann muss es nicht ganz so Prep-Horror-mäßig ausschauen, sondern kann man auch ein bisschen wie ein Mensch ausschauen. Also für euch, für die Kamera, auch für meinen Mann, ein bisschen Farbe ins Gesicht, ein bisschen Mascara auf die Äuglein und für sich selbst auch wieder was fürs Wohlbefinden getan. Guten Morgen, es ist der 6. Dezember und 6. Dezember ist mein Geburtstag. Happy Birthday to me. Und ja, ganz schön Start euch in die Woche. Ich bin heute so gut drauf, so hyped, weil ich das einfach toll finde, wenn man Geburtstag hat. Keine Ahnung warum, ich freue mich da einfach für mich selbst. Ich habe heute früh beim Gassi gehen schon mit meiner Mom telefoniert, war trotzdem gewohnt. Ich habe mir den Wecker eigentlich auf 6 Uhr gestellt, aber ich war um kurz nach 5 wach. Habe jetzt gleich online noch einen Termin und dann geht's ab in den Laden, dann geht's ab ins Training, dann kommen ein paar ganz liebe Menschen, wichtige Menschen zu Besuch, verbringen ein bisschen Zeit miteinander, sind aber trotzdem im Laden und im Shop. Das ist unser Baby, das ist unser ja, Wohlfühlort und ja, das ist es. Mein Gewicht fällt kontinuierlich, natürlich auch auf Kosten meines Gemüts, aber die Euphorie meines Geburtstages am Morgen hilft mir, da noch ein bisschen hinwegzusehen. Jeder Tag wird gefeiert, es ist nicht nur so, dass ich mich jetzt darauf freuen muss, nach dem Olympia meinen Geburtstag zu feiern, sondern ich kann das auch jetzt und heute tun und einfach zufrieden sein und das Zelebrieren, dass ich dorthin fliegen darf. Wir fliegen schon am Samstag los. Es ist nicht mehr lange. Ich habe den Koffer schon aufgestellt. Ich habe die restlichen Dinge, die benötigt werden, schon bestellt und ja, schon ein paar Sachen zurechtgelegt. Ich stelle dann immer meinen Koffer hin ins Büro bei uns und dann habe ich da eine Kommode, wo ich alles immer so drauf rumdrapiere und zusammensuche und schon mal einfach so hinlege, was auf jeden Fall in den Koffer könnte, müsste, sollte. Und nach dem Prinzip schaue ich dann, wie schwer wird und speck dann ab. Ich versuche immer so minimalistisch zu reisen wie möglich. Wir haben uns schon vorgenommen, wir kaufen uns ein paar neue Schuhe. Das heißt, ich muss nur ein paar mitnehmen oder so. Ich bin mir schon mal auf Google Maps die Street View Umgebung angeguckt und geguckt, wo das die Location ist und wo unser Hotel ist und wie das Ganze dann einfach wirkt, dass ich dann schon mal nicht ganz orientierungslos vor dem Gebäude stehe. Gibt mir so eine kleine gewisse innere Beruhigung, wenn ich schon mal im Kopf gesehen habe, ah ja, so sieht es aus vom Größenverhältnis, weil ich konnte mir nicht vorstellen, wie so eine Straße am Strip aussieht.
Wir befinden uns 300 Meter von der Hauptlocation weg, also wo alles stattfinden wird. Tanning, Check-in, Meet and Greet, Finale und so weiter. Das heißt, ich kann dann zum Finale direkt vom Hotelzimmer von mir einfach rüberlaufen. Das ist natürlich sehr großer Luxus. Aber ich wusste auch schon, dass ich lange qualifiziert bin. Deswegen war das Apartment eigentlich ein Schnapper für 16 Nächte. 2 Nächte werden wir davon über Weihnachten nochmal in einem anderen Hotel verbringen. Und aber in der Zeit jetzt erstmal bis vor Weihnachten sind wir im Elara Hilton in einem Apartmentzimmer. Genau. So, ich mache mich fertig, freue mich auf den Tag, trinke meinen Tee und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Vlog. Da komme ich in den Laden und mein Mann ist hier eskaliert mit Paketen. Was macht ihr, Leute? Jeden Tag ist hier Rambazamba. Der Daniel kommt schon gar nicht mehr richtig ins Training, weil ihr uns so geil supportet. Und das freut uns so sehr. Also gerne weiter bestellen. Wir werden uns auch was in der Zeit in Vegas für euch einfallen lassen. Danke. Geht zwar auch auf Daniels Nacken, aber er ist euch trotzdem auch dankbar. Danke. Und wir werden in Las Vegas einen großen Trost auf euch ausüben, ausbringen und euch sowas von geil mit Videos versorgen. Aber wenn wir dann in Vegas sind, hat der Daniel noch ein bisschen Ruhe vom Packen. Natürlich wird weiterhin alles verschickt, versendet, was ihr möchtet, was ihr braucht, was ihr bei uns immer auch kriegt. Es wird neue Produkte geben, wenn wir wieder da sind, wenn wir weg sind. Es steht so viel in den Startlöchern. Und dieses Chaos hier ist jeden Tag Alltag und wird immer mehr. Das heißt, ihr könnt euch darauf einstellen, dass die Familie bald Zuwachs bekommt, sozusagen. Man muss dazu sagen, wir liefern immer noch innerhalb einem Tag. Genau, und wir liefern immer noch innerhalb einem Tag. Das heißt, wenn ihr bestellt, kriegt ihr wahrscheinlich direkt kurze Zeit später eine Bestätigung, weil der fleißige Mann hier es schon direkt gepackt hat. Also, alles selbst, alles ständig, alles mit Liebe. Und ja, wir sind unheimlich dankbar dafür. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wahrscheinlich wieder, entweder wenn was ansteht oder dann schon direkt von der Anreise nach Las Vegas. Wie geil hört sich das an? Wir sind eigentlich fast schon mental dort. Mein Koffer steht bereit und die letzten Wäschen werden gewaschen, aufgehängt und ja, ich mache jetzt auf jeden Fall meine ersten Geschenke mal auf, die ich schon bekommen habe. Mein Adventskalender auf, der noch auf mich wartet und freue mich über ein Pre-Workout und dann gibt's zur Feier des Tages an meinem Geburtstag ein Schultertraining. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, Code Jenny, team-zinat.shop und so könnt ihr das Ganze supporten. Wir lassen euch daran teilhaben. Wir nehmen euch hautnah mit und es wird Videos geben von Las Vegas. Hautnah, live, echt, uncut, bisschen cut, wenn ich wieder zu viel M und Ö und keine Ahnung was sag. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was wir in Vegas definitiv ausprobieren sollen. Gerne auch Essensempfehlungen, vor allem Essensempfehlungen. Und wir sehen uns zum nächsten Teil. Wir sind raus. Ciao. Sag ciao. Ciao. Und gib mir ein High Five.